Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und auch herzlich willkommen alle, die auf YouTube später hier reinschauen, wie immer unten in der Beschreibung gibt es die Kapitel von dem, was heute so passiert. Und ich hoffe, heute passiert vor allem der letzte Kampf und das Finale und dass wir den Abspann zu sehen bekommen. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin immer noch ein paar Mal gewarnt worden, dass das hier super, super schwierig wird. Ich muss mal eben nochmal schauen. Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich nicht kontrolliert habe, ob ich am Kabel hänge. Doch, tue ich. Alles wunderbar. Maximilian! Maximilian ist der große letzte Zampano, gegen den wir antreten müssen. Beim letzten Mal haben wir ja uns... wie heißt die Marmota? Genau, in die Marmota reingekämpft und haben die Riesenkanone zerstört. Mehr schlecht als recht, aber hey, immerhin, jetzt bin ich gespannt, was jetzt noch kommen soll. Legen wir direkt los, oder? For years we sought a way to lay our rightful claim to the Empire. And at last, our answer has come. Let me guess. You're talking about the Valkyr's power. The time of wars waged by men wielding powder and steel is fated to end ere long. The new age will be shaped by emperors, not men. Yes, he who wields the destructive power of the Valkyra grips the very reins of history. Peasants, let us end this! We shall never stop, not while we draw breath! Okay, ist schön für dich. Was ist das jetzt für ein Frankenstein-Monster? Oha. Oha. Here are your final orders. Yay, final orders. Okay. Maximilian Plattauen. Pass mal auf. Und dann geht das nur so eine Viertelstunde und dann ist das erledigt. Und das hätte ich dann auch beim letzten Mal machen können. Pass mal auf. Irgendwie sowas. Wer weiß. Okay, wir sollen uns jetzt hier mit Maximilian duellieren. Der kann wahrscheinlich jede Attacke neutralisieren, die ich ihm schicke. Was? Wie bei den anderen Valkyren. Oh, ja. Maximilians Valkyren-Power sind das Ergebnis von irgendeinem Gerät. Die Kräfte sind künstlich. Ja gut, verstehen wir. Irgendwo wird er schon einen Schwachpunkt haben auf dem Deck. Sollen es finden und dann alles draufhämmern. Okay. Wir hatten ein bisschen... Ja. Wie soll man es sagen? Geh Berserker. Werd verrückt. Und mach das zu Ende hier. I hope you won't forget that you go with an entire nation's hope for peace. Auch, ah ja, eine ganze Nation mit vielen Hoffnungen auf Frieden hält zwar keine... Kugeln ab, aber vielleicht hilft's. Schön. Bloß kein Druck, Leute. Bloß kein Druck. So. Jetzt haben wir natürlich wieder überhaupt keine Infos, was hier Phase ist. Ob wir noch irgendwelche Camps einnehmen können, ob wir irgendwas tun können. Deswegen, ich würde jetzt... Yoko war ziemlich gut letztes Mal. Lago kommt mit rein. So, dann nehmen wir Homer. Wir nehmen Rosie. Und Kobe. Und wir nehmen einfach nur Alicia rein, weil... Weil wegen Runden, Zusatzrunden. Weil das ja so eine Spezialeinheit ist. Ich glaube, dafür gibt es Zusatzrunden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sniper reinnehmen sollte, weil das... Scheint mir eher so ein One-on-One-Kampf zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Wollen wir zumindest mal Oscar dazu nehmen? Keine Ahnung. Hannes, komm, Hannes, du kommst auch noch dazu. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal starten. Ich habe jetzt hier wirklich überhaupt keine Ahnung, was kommt. Außer, dass ich es mit einem künstlichen Valkyren zu tun habe. Also einem künstlichen Valkyren. Alright, we're all set to begin.
Let's take Galia back with our own hands, Sevens! Okay. This is our final operation! Let's end this war! Squad 7, move out! Okay. Up on the Marmota's deck, eh? Nice spot for a showdown. Auf der Marmota. Ein schöner Ort für ein Showdown. Just a shame we got no audience. Schade, dass keiner zuschaut, okay. My Shamrock's jumping at the bit for a piece of this action. Die Shamrock haben wir übrigens in der letzten Runde verloren. Aber sie hat es anscheinend doch noch aufs Deck geschafft. The Edelweiss is also all ready to go, sir. We're ready for your orders, Welkin. Okay, let's get started, Sevens. Our target is the enemy commander, Maximilian himself. Okay, sein volles Symbol bröselt schon mal. Wir haben... Du bist Maximilian? Okay, du bist Maximilian. Wir haben... Türme. Die sehen doch aus, als würden sie Maximilian speisen. Sieht stark danach aus, ne? Und dann haben wir hier noch... bewaffnete Türme. Okay, aber an die Türme kommen wir nicht dran, weil die außerhalb der Reichweite stehen. Ich habe gerade ein bisschen Respekt hier vor, weil ich jetzt so oft gewarnt worden bin, dass das voll schwer sein soll. Keine Ahnung. Also ich würde jetzt sagen, da der Maximilian mit diesen Türmen verbunden ist, müssen wir erstmal diese Türme ausschalten, oder? Läge ja nahe. Leave it to Aunt Yoko. Ah, er fischt. Hallo NekoTube. Einen schönen Abend. Wie ist es? Take this! Und danke für die Bits. So, okay. Sorry, dear. Nice work. Keep taking them down. Moment, ich frag mich gerade, ob wir vielleicht schon mal ein bisschen... Oh, hallo. Oh, aua. All units, vielleicht auch nicht vorrennen sollten. Bei mir ist alles wunderknusprig, das geht cool. Bei mir ist auch alles gut. Genau. Ganz gemütlich heute. Ich bin jetzt nicht sicher. Nee, wir bleiben jetzt hier stehen mit der Hippo. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass wenn ich hier mit der Edelweiß stehen bleibe, dass ich in der nächsten Runde schon hinüber bin, weil ich direkt vor Maximilian stehe. So, hier das andere schießt dann direkt auf mich. Sobald ich mich hier zur Seite wegbewege, da komme ich eh nicht lang. Okay, so jetzt könnte theoretisch Lago den Turm hier abschließen. Theoretisch. Praktisch. Keine Ahnung. Alright! You're doing well. Just keep it up. So. Oh. Vielleicht keine ganz so gute Idee, was ich hier treibe. Ich hatte nämlich vor, jetzt hier drauf zu schießen, aber nicht? Vielleicht keine so tolle Idee. Wie treffsicher ist denn die Edelweiß? Muss ich mit den Lanzern auf diese Türme schießen oder würde theoretisch ein Scharfschütze reichen? Morgen nochmal arbeiten und dann Urlaub. Oh, yippie! Ich muss noch eine Woche arbeiten. Dann habe ich auch Urlaub erstmal. Den ganzen Urlaub das ganze Jahr aufgespart, weil es eh nichts ist. On the move now. Ja, wir können es anvisieren. Ja, ja, es ist möglich. Okay. So. Yes. Start.
Okay. So weit, so gut. Jetzt wird da hinten halt noch scharf geschossen, ne? Wollen wir mal ordern und allen die... Können wir allen eine Defense Boost? All Unit Defense hier. Ja. This is an order! All of you, focus on defense! So. Und nü? Hier sind halt auch noch Türme, die schießen. Wie wär's, wenn die loswerden würden? Das wäre cool, ne? Anna, Rosie? Kannst du den putzeln? Der schießt ja immer noch sehr scharf. Hilfe! Okay. Hm. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass jetzt seine Kräfte nicht mehr funktionieren. Aber der haut immer noch rein. Hm. I'll do my best. Es hieß doch, wir sollen die Devices ausschalten. Das ist seine Schwachstelle. Okay, irgendwie tun wir ihm da was. Yes, that one managed to connect. So he was using the towers to induce an artificial Valkyria state. Mm-hmm. All right, everybody, keep your sights trained on those energy towers. Ich glaube, wir bräuchten vielleicht doch eher Scharfschützen. Wahrscheinlich haben wir dann doch hier zu... Hm. Kriegen wir denn jetzt Rosie hier gerettet? Leave it to Aunt Yoko. Diese Tower ist da. Zwei Schuss. Here goes. Und wir treffen nicht mal. Na super. Na super. Here we go. This is for you, Ace. Was bringt wohl mehr? Ach so, das war Rauchbombe. Obwohl, Rauchbombe ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Hm, gucken wir mal. Erste Runde probiere ich ja immer so ein bisschen aus. Ne? So, Kobe? Alicia-Hater. Ach echt, der mag Alicia nicht? Sehr spannend. Okay, der Rauch hilft schon mal. Dass wir an ihn rankommen. Das ist schon mal eine gute Sache. Wenn er aber im Rauch ist, können wir nicht mit unseren Scharfschützen dran. Das ist der Nachteil. So, seine Kumpeline haben wir ja gegrillt. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Ja. Nee, das starten wir jetzt nochmal neu. Wir haben ja jetzt ein paar neue Erkenntnisse. Da können wir dem viel mehr Schaden jetzt am Anfang antun. Moment. Das ist gar nicht so schlecht, wie wir das jetzt gemacht haben. Mit dem Rauch müssen wir eigentlich... Na, nicht direkt anfangen. Wir müssen erstmal... Leave it
die Türme loswerden. So. Ein Turm. Here goes. Sorry, dear. Wir brauchen auch gar nicht die Züge zu verschwenden für die Order, für mehr Verteidigung. Die brauchen wir gar nicht unbedingt da. Vielleicht geht das doch ganz schnell. Dann geht's aber kurz heute. Mal schauen. On the move now. Moment mal. I'm so scared. Ja, glaube ich dir. Aber wir müssen jetzt. Tut mir leid. Diesmal brauche ich 2 Schuss dafür? Ist ja doof. So und das? Stupid Imperials! Yes! Seltsam. So. Jetzt mit der Edelweiß. Here we go. Die Sarah Smoke. Now. Und jetzt? I'll handle this. All right, you kids, follow me. Run, run ist gut. Ich bin ja schon unterwegs. I follow you, kid. Vielleicht hätte ich auch Erosi nehmen sollen. Take this. Oh, es tut ihm richtig weh. Au, oh, ja, dafür wäre Verteidigung gut. Okay, okay, ich sehe es ein. Yes, that one managed to connect. So he was using the towers to induce an artificial Valkyria state. All right, everybody, keep your sights trained on those energy towers. Die Frage ist, kann ich auch die Plattform hoch mit dem Flammenwerfer? Lohnt es sich jetzt noch, die Order zu geben? Ich glaube, dann schafft er noch 2 Runden. This is an order. Dafür war dann Defend gut. All of you, focus on defense. Und jetzt noch mit Rosie vorrennen. Schafft zwar jetzt nicht bis nach vorne, aber vielleicht kann sie ja da die Plattform zielen. Go down! Jawoll! Haha! Und er erschöpft mich gerade. Sehr gut. Aber sie macht weniger Schaden als der. Das ist der Kobe, oder? I follow you, kid. Weil er näher ran ist wahrscheinlich. Ah, guck mal, die Hälfte ist schon weg. Es war zu einfach. End the war for us here and now, Seven. Wo ist er hin?
Was ist denn da hinten? Try to advance while staying covered. Ist jetzt da hinten? Keep your eyes on the enemy. Oh! Ja, ist er. Das war ja doch zu einfach. Mist. Ich glaube, den Nebel aufrechthalten ist keine schlechte Idee. Also er ist zumindest sehr langsam unterwegs. Ich halte echt den Nebel aufrecht, das geht ja gar nicht anders. Oh shit, was kommt jetzt? Oh, und der ist wieder gut aufgeladen. Mist, jetzt ist er schon wieder. Shit. Die Sache ist, wenn ich jetzt Nebel mache, sehe ich ja selbst hier hinten nichts mehr. Also die Türme sind jetzt wieder frei. Okay. Ich glaube, mehr Scharfschützen wären gut. So, wenn ich ihn jetzt... Dann schießt er ja auf den. Ich glaube, wir müssen jetzt schon... Verteidigungs... This is an order. Order machen. All of you, focus on defense. So. Jetzt mein Kumpel. Vielleicht ziehe ich welche zurück. Nisha vielleicht, oder ich weiß es nicht. On the move now. Na? Schuss. Wieso denn das? Stupid Imperials. On the move now. Hat der noch Munition? Und den da hinten? Joko, wie viel? 5 Munition hast du noch? Okay. Triffst du bis darüber? I'll take care of it. Zwei Schuss? Ja!
Ey, lead it to Aunt Yoko. Bleiben eindeutig zu wenig Züge übrig. Ja. Oh, Mist. Mist. Been waiting here. Ach, lass mich. So, jetzt Nebel und Grillen und mehr bleibt nicht übrig. Here we go. Jetzt nimmt er gar keinen Schaden. Aufweier! Nimmt er gar keinen Schaden mehr hier. Jetzt nimmt er gar keinen Schaden mehr. Oh, fuck. Kann den Nebel wegknallen. Oh Mann. Er kann den Nebel wegmachen. Er kann den Nebel... Ja klar, Explosion machen den Nebel weg. Türme wieder aufgeladen. Ach, das ist doch ein Kack. Das ist doch alles doof. So, du. Na? Du hast jetzt nur eins übrig. Hast. Na, drei übrig. Na. Er steht jetzt hier hinten. Da kommen wir noch nie mehr dran. Kommen wir doch jetzt nicht dran. Machen wir es am besten. Wir müssen noch den Kobe aufsammeln. Vielleicht sollten wir mit der hier erstmal die Shamrock reparieren.
bevor der da wieder drauf geht. Langwierig werden. On the move now. Wollen wir denn nicht? Geh nicht. Geh nicht mit dem Scharfschützen. Mal stärker die Türme oder so. I'll take care of it. Der heilt sich ja auch noch die ganze Zeit, ne? Immer wieder. Ich sehe ihn jetzt nicht. So, Lago hat die bessere Zielsicherheit. Deswegen gebe ich den gerne auf, jetzt auf die weiter entfernt. Zeigt er mir, dass ich drauf schießen kann. Ah, da. Drei Schuss, um ihn kaputt zu kriegen. You're done. Und dann treffe ich nicht mal. So viel zu Lago hat die bessere Zielsicherheit. Here we go! Gerne den Kobi abholen. Roger. Hannes, hilf mir mal. Birkin, are you all right? Beat Empire! Medic! Don't worry. I'll take care of it. I'm begging you. Help, please. Try to strike the enemy's flank. Was mache ich denn jetzt mit dir? Ich würde vielleicht die Treppe, aber dann bin ich direkt auf dem Präsentierteller. Und vielleicht kann man damit. Enemy there. Ja, das was bringt. Shooting time! Drillen wir den Turm mal. Nee. hätte ja klappen können. Hätte theoretisch vielleicht klappen können. Okay, ich glaube, wir holen uns noch einen Scharfschützen. Wollen wir uns noch jemanden holen? Jetzt ist ja keiner gestorben. Und vielleicht ziehen wir Rosie wieder runter in die Mitte. I'm on.
What's your situation? Kann ich mal heilen? Die Türen mal kriegen jetzt gar keinen Schaden mehr ab. Kommt der jetzt da hoch? Komm nicht hier hoch. Lass den Hannes mal da oben in Ruhe. Ich könnte ja auch theoretisch meine Lancer, also wenn er die da oben in Ruhe lässt, könnte ich meine Lancer ja da hochsetzen. Dann können die direkt auf die Türme schießen. Der heilt sich aber auch heftig. So, Nebel wieder weg. Ich würde jetzt einfach mal speichern. Weil ich habe das Gefühl, wir machen bei den Türmen noch irgendwas falsch. Jetzt steht da nämlich gerade so günstig, dass wir da ein bisschen ausprobieren können. Hoffe ich zumindest. Okay, jetzt ist wieder ein dritter Turm dazugekommen. Das heißt, es bringt uns nicht so, die nach und nach pro Runde runterzuhauen. Ah, okay, ich verstehe. Die normalen Towers sind okay. Die kriegen wir schnell runter, aber diese Rüstungstürme, die sind ein Problem. Also ich denke mal, die hier kriegen wir ganz einfach mit Scharfschützenschuss klein. Da will ich mal eben gucken. Da bin ich ja schon mal drauf reingefallen, dass einer eine bessere Waffe hat als der andere. So, du hast 150, 98. Nee, da seid beide gleich ausgestattet. Ich brauche aber auch zwei Schuss. Ich will erst mal gucken, wie wir die hier klein kriegen. Gucken wir erstmal mit Hannes hier. Wir sind jetzt direkt dabei. Die sind halt mit Rüstung. Türme. Oder wir können halt wirklich nur was machen. Wenn nur normale Türme involviert sind. Das wäre natürlich blöde. Weil das frisst zu viele Züge. Na ja, gut, wir könnten noch den Angriff von den Snipern zum Beispiel erhöhen. Wir könnten auf jeden Fall schon mal von allen die Verteidigung erhöhen. Been waiting here. Oh, der tut aber trotzdem gut. So, jetzt ist nur ein Schuss. Wenn ich treffe, heißt das natürlich. Aber sonst, theoretisch, wäre es nur ein Schuss. Just watch this. Ach so, nee, das ist ja ein normaler Tower. Da habe ich jetzt geträumt. Oh Gott.
been waiting here. Nicht den hier, sondern den. Okay, der braucht zwei Schuss. Das ist natürlich ungünstig, weil ich nur einen übrig habe. You're done! Und dann nicht mal treffe. Juhu! Leave it to Aunt Yoko. Ich will jetzt halt keinen Rauch machen. Komm, lass mich. Here goes. Geht doch. Sorry, dear. You're doing well. Just keep it up. So, wer hat hier noch Munition? Was ist Munition? Wo steht er denn jetzt eigentlich hier vorne? Leave it back up to me. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, Rauch lohnt sich jetzt gerade nicht. Aber Rosie ist angeschlagen. Die Shamrock ist angeschlagen. I'll take care of it. Halt still. Boah, das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Gar nichts. Just watch this. Da können wir gar nicht drauf schießen, weil wir keine Munition haben. So kann man seine Züge verarschen. Mist! Ich glaube, mit Scharfschützen haben wir denen auch nicht viel Schaden gemacht, ne? I'll do my best. Ach Gott. Ja, au, 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 au. Ich glaube, die Runde würde ich einfach wiederholen. Ah nein, lass Rosie in Ruhe. Wie hat er denn gleichzeitig Rosie und die Shamrock Highline gekriegt? Was ist denn das? Das ist ja... Okay. Na gut. Okay. Okay. Medic Request machen, glaube ich. This is an order. All of you, focus on defense. Das Problem ist, sie brauchen einfach zu viele Schuss. On the move now. Was zum... Vier?
Wieso denn jetzt plötzlich vier? Stupid Imperials! Wieso denn jetzt plötzlich vier Schuss? Das ist doch derselbe Turm. Just watch this. Here, have a couple. Oh, sehr gut. Komm schon, mach ihn kaputt. Try to act as soon as you spot a target. Nicht? Ey, wir machen viel zu wenig Schaden. Das bringt gar nichts. Ich verstehe vor allem nicht, wieso wir gegen die Türme plötzlich so wenig Schaden ausrichten. Ich würde das die letzte Runde nochmal laden. Weil wir... Das bringt nichts sonst. So. Aber wir müssen die wahrscheinlich klein kriegen, sonst können wir dem gar keinen Schaden machen, schätze ich. Daher. Bring it back up to me. Wieso zwei? Wartet. Wir laden und wir machen mehr Schaden. Keine Verteidigung, wir gehen auf Schaden. Ich hoffe, dass... Nee, ich glaube nicht. Das verdoppelt ja nicht den Schaden. Aber wir können es versuchen. This is an order. I want you to fire every bullet you've got. Aber wir machen zu wenig Schaden, dadurch haben wir nicht die Gelegenheit da. Immer noch zwei Schuss. Es sind immer noch zu viele Schuss, die wir brauchen. Bring it back up to me. Hauptsache kaputt. Das ist auch immer nur einsetzen. Viel zu viel Schaden. On the move now. Stupid Imperials! And another one. Sehr gut. Yes! Enemy. Ich lade trotzdem noch einmal, weil uns der Angriff überhaupt nichts bringt. Wir machen ihm ja jetzt noch weniger Schaden danach. Wir müssen so richtig auf ihn draufknallen, aber wenn wir schon allein so viele Züge brauchen, um ihn nur runterzukriegen. This is an order. All of you, focus on defense. Just watch this. Be sure to
other out. Roger. Gar nicht bei ihnen zu ihm in die Nähe, oder? Ich meine, ja, wir können Nebel machen, aber das frisst halt gleich wieder zwei Runden, ne? I'll do my best. In denen wir ihm auch Schaden zufügen können. I can't. Jetzt kann ich Nebel machen und ihn angreifen. Oder kein Nebel machen und großes Aua. Aber wir müssen ihn doch mal jetzt wieder runterziehen. Sonst bringt das ja nichts. Haben wir schon Granaten auf ihn geworfen? Aber dann müssen wir auch viel zu nah an ihn ran. Beat Empire! I can shoot far. Schaden. Und keinen dazu rufen. Können wir jemanden heilen? Ich glaube, das ist zu teuer, ne? Ich glaube, Healing Request. Alright, listen up! Soldier wounded! Get some treatment! Das überlebt. Wir müssen dem halt Schaden machen. Es bringt nichts, wenn wir Runden verstreichen lassen, indem er keinen Schaden nimmt. Dann heilt er sich halt wieder. Was? Wen hat er denn noch erledigt? Ah, der Shamrock. Ach so, da. Was? Wie viele hat er denn jetzt auf einmal platt gemacht? Shamrock? Den... Hannes? Den... Lago? Wow! Wie
kann ja drei auf einmal killen. Wie kann der drei auf einmal killen? So, das sind jetzt wenigstens normale Tower. Aber da brauchen wir trotzdem 6 Züge, um die kleinen zu kriegen. Please back up to me. Ach, da hat sie jetzt nur einen Schuss gebraucht. Okay. I'm not done yet. Ich bin verwirrt. Aber gut. On the move now. Dafür braucht der hier jetzt 4. Ich verstehe es nicht. Hey! Ach. Wenn wir treffen, brauchen wir nur einen Treffer. Leave it to Aunt Yoko. Take this. Sorry, dear. So. So. Ist das eine Scheiße? Ist das eine Scheiße? Heilen und die Verteidigung erhöhen. All right, listen up. Und hoffen, dass es gut geht. Soldier wounded. Get some treatment. This is an order. Brace up and get ready to defend yourself. So, Granate hat sie, genau eine dabei. Let's do this thing. Langsam die Leute.
blauen Kisten? Waren die vorher auch schon da? So. Hier haben wir wieder so eine Armit. Ich mach viel zu wenig Schaden. Das funktioniert so nicht. Ich könnte jetzt Alicia mal losjagen, um hier aufzuräumen, aber... Here we go. Indem ich jetzt Nebel mache und der mich nicht sieht. Now. Aber das hilft uns ja auch nicht weiter, wenn wir nicht viel Schaden machen. Zweifel gerade so ein bisschen. I'll take care of it. Please help. So, wo lag denn noch jemand? Be sure to stay hidden as you advance. Hannes hat es doch auch erwischt, ne? An artificial vouch. Ach da. Da ist Hannes. Okay? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Medic! Just a little longer, almost there. You'll be okay. Don't worry about a thing. You've got to end it here. Ja, die Runde können wir eigentlich knicken. Und schon ist er wieder. Schon ist er wieder fit. Ja, die Runde ist rum. Wenn halt diese blöden Türme nicht wären, dann wäre es relativ einfach. Aber so cool war ich halt unglaublich. Ey! Wie kannst du die Alicia sehen? Da war Nebel. Der kann aber auch beliebig irgendwen auf dem Feld erwischen, oder? So, was haben wir? Wir haben 1600er Tower, 1600er Tower und noch ein 700er Tower. Okay. Speichern. Ich habe irgendwie keine Hoffnung, dass wir das wirklich packen hier. Ohne, dass ich nochmal grinden muss. Aber wir versuchen es. Dabei war ich so zuversichtlich am Anfang. Wie immer. So, das ist ein 700er. Ich könnte die Tower auch im Vorfeld kaputt machen, oder? Theoretisch. To Aunt Yoko. Take this. Sorry,
dear. Ich glaube, so ist es gar nicht so übel. Ich hatte jetzt noch einen Lancer geholt. Save me some glory. Enemy found. I'm not a coward. Das war schlecht. Wir sollten doch nochmal auf Verteidigung setzen. War auch naiv zu glauben, dass wir es nicht brauchen. This is an order. All of you, focus on defense. Save me some glory. Enemy found. Take this. See that? Enemy unit neutralized. Leave it to Aunt Yoko. Was? Ach, Yoko. Du enttäuscht mich. I'll take care of it. Let's do some work, ladies. Take this. Die Frage ist, ob ich die Runde jetzt so machen will. Sorry, dear. Ich brauche echt jeden einzelnen Zug. Das ist das Drama hier. So. Nicht noch ein Scharfschützen da. Roger. Roger. Und dann habe ich schon wieder keine Züge mehr übrig, ne? Das Drama. I'm not done yet. Just leave it to me. Medic! Wie komme ich denn jetzt an ihn am besten in Fight this thing. I'm almost there. Please, you gotta help. Why you? Just leave it to me. I spy me a scout. Sehr gut, Alex. Sehr gut. Wir brauchen nur mehr Züge übrig, damit hier was passiert. I'm on my way now. Why you? Haut der eigentlich einfach nur alle weg, die die Hälfte des Lebens haben? Oder wie läuft, wie funktioniert das? Ich habe das noch nicht ganz durchblickt. Ja, drei Züge. Be gone! Oh! Das hat nicht sehr weh getan anscheinend. Wehr dich, Alex! Warum schießt du nicht auf den? Du nimmst einfach so hin hier. Ja,
Ja, anscheinend nehmen die mehr Schaden, je stärker sie angeschlagen sind. Be gone! Ja, tatsächlich. Interessant. Die nehmen umso mehr Schaden, je stärker sie angeschlagen sind. So, die Runde kannst du wieder knicken. Weil so ein Armored Tower dabei ist. Das würde ich so lösen, dass ich die Edelweiß repariere. Dass ich den Alex noch irgendwie einsammel. Here we go! Dann mache ich am besten Nebel. Ich könnte auch mit Schrapnellen auf den schießen, ne? Aber das ist nicht. Kriegst du einfach zu viel Züge. Ach Mist, ich hätte Rosie wahrscheinlich auch ziehen können jetzt. So. Your body is yours to use. Aua! Wer sieht mich denn da? Thank you. Keep that cover fire coming. Ach so, ich habe die Edelweiß, ne? Ach, jetzt hat er gar nichts gemacht. Guck mal. Okay. Die Edelweiß hatte ich ja schon präpariert. Gut. So, wir haben aber immer noch so einen Armor Tower dabei. Das ist natürlich blöde. I'll take care of it. Zwei nur. Take this. Ich dachte, es wären vier. I'll take care of it. Boah, der ist ja fast wieder aufgeladen. Ist das ein Elend? So, das ist ein 700er Tower. Das hier ist ein 1600er. Der hier braucht einen. Genau. Lancer. Was ich halt gerade überlege. Der mag auf jeden Fall keinen Aua von oben, oder? Also der mag keine. Keine Granaten. Vielleicht mag der auch keine. Ich hab doch hier Orders für Mortar Support oder sowas. Aber ich glaube, so viel Schaden macht ihm das auch nicht. On the move now.
best. Ich hab mich ein bisschen zu weit vorgebracht. I won't miss. I can't. Yes. Hätte ich den noch zuerst machen sollen. Tun da, der macht mich schon ein bisschen Ärger, ne? Leave it to Aunt Yoko. Na? Ja. Ach nein, Yoko. Ah, ist das zum Kotzen. Ist das zum Kotzen. Nee, so geht das nicht. Aus der Deckung. Here goes. Na also. Sorry, dear. Target silenced. So, und jetzt kann ich hier in Ruhe mit meinem Scharfschützen ran. I'll do my best. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir jetzt mit den restlichen Zügen machen. Come on, hit! Yes! Good work. Keep it up. Also wir können wieder die Verteidigung ein bisschen hochhauen. Aber dann sind schon wieder zwei Züge weg, ne? So, ich würde aber gerne mal austesten, ob der vielleicht das nicht so gerne mag. Medic! Von oben auf die Mütze kriegt. Fight this thing! I'm almost there! You're alright! Stay strong! Weil dann bin ich ja mit dem. Mit der Edelweiß relativ fein raus, aber die braucht halt so viel Züge. Ne? Also habe ich sie jetzt halt direkt in den Weg manövriert, fürchte ich. Ach, der lädt halt so schnell auch wieder auf. Also Verteidigungsorder wäre das eine. Vielleicht sogar nur auf einen. Also ja, das tut ihm schon arg weh. Von der Edelweiß. Aber das reicht leider nicht, fürchte ich. Prevents one Ally's attacks from being countered. Das ist auch nice. Dann überleben die ein bisschen länger. This is an order. Don't give them time to counterattack. Kann er sich nicht wehren? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das Optimum ist. Attack Boost wäre halt auch noch eine Möglichkeit, aber. Brace up and get ready to defend yourself. Roger. Roger!
wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir die Edelweiß nicht gezogen hätten, oder? Dann hätten wir ihn jetzt viel weiter runtergekriegt. Dying time! Aber nicht ganz bis zum Ende hätten wir ihn gekriegt. Nochmal laden. Aber so hätten wir ihm jetzt schon richtig, richtig Schmerzen zugefügt, ja? Wobei, ich konnte mich jetzt hinter der Edelweiß verstecken. Das war natürlich auch nicht schlecht. This is an order. Don't give them time to counterattack. This is an order. Brace up and get ready to defend yourself. So, wir machen mal so. Roger. Erst die Granate. Shooting time. Ich hoffe, ich bin nicht schon zu nah dran. Shooting time! Oh, ich habe ja auch schon mal mehr abgezogen damit, oder? Bilde ich mir das nur ein. Roger! Ach nein, falsch! Mist. Roger! So, ja gut, ich hatte vorher mit der Edelweiß draufgeschossen, ne? Vielleicht war das doch besser. Ich glaube, ich hatte ihn weiter runter. Shooting time! Beenden wir mal und gucken, was jetzt passiert. Hat halt vier Züge, ne? Das war's für Hannes. Machen kann, den macht er auch klein, aber er kommt zumindest nicht hinten in meine Basis rein. Das ist auch gut zu wissen. Nap time. Check me out. Ich überlege, ob ich die andere Runde lieber nochmal wiederhole und dann mit der Edelweiß es nochmal versuche, dann mehrmals. Weil er greift ja anscheinend nur an. Entering combat. Das Problem ist, wie gesagt, dass ich mit der Edelweiß dann. You've got to stay strong. Keep fighting. You're all right. Stay strong. Now. Schon gut Schaden mit der Edelweiß. Ich glaube, das ist mehr Schaden, als ich jetzt mit dem Hannes gemacht hätte.
glaube, Schaden von oben mag er gar nicht. Und es geht vor allem schneller als das, was ich mit Hanistern betrieben habe. Ah, ich habe aber keine Munition. Here we go! Das ist natürlich ein Problem. Das ging dann. Keep your eyes on the enemy. Ich will mal gucken, was er jetzt macht. Ob er jetzt die Edelweiß angreift oder ob er es einfach sein lässt. Nö, er lässt es einfach sein. Wie stark hat er sich regeneriert? Okay. Das heißt, wenn ich hier jetzt die Türme rausnehme und immer nur mit der... Ach so, aber die Edelweiß... Ja gut, ich muss die Munition von der Edelweiß halt nachfüllen. Dann müsste es eigentlich klappen, ne? Bring the backup to me. Weil er hat auf jeden Fall... Ach Junge, du bist im Weg. Problem. Ich hätte mir noch meinen Mechaniker ziehen sollen. Mist. Sehr gut, Mädel. Sehr gut. I'm not done yet. Good work. Keep it up. So, jetzt ist nämlich nur noch der gepanzerte. Save me some glory. Now I can get me some real glory. I'm not a coward. Doch, Besuch. Was soll das? Du musst treffen. Save me some glory. I'm not a coward. Jetzt sind es plötzlich zwei und... Und ich treffe nicht mal. Juhu. Das ist ja ein Käse. Wir können auch nochmal testen, wie wem der Mortar sofort tut, oder? Das will ich nochmal testen. So. Kann ich nicht auf ihn? Nein! Oh, das ist ja mies. Wieso kann ich nicht? Okay. Here we go. So, diesmal hole ich mir direkt für die nächste Runde einen Mechaniker, weil ich Munition nachladen muss. You're all right. Stay strong. Jetzt steht er nämlich eigentlich sehr günstig und bewegt sich da auch nicht weg, ne? Now. Und er hat weniger Energie übrig als vorher. Here we go. Eventuell können wir ihm auch noch ein bisschen mehr abziehen. So, das speichere ich jetzt mal, weil da bleiben wir erstmal. Und jetzt können wir ihm noch ein bisschen Schaden zufügen, hoffe ich doch. Irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie.
I'll take care of it. Was haben wir denn? Haben wir noch irgendwas? Nee, wir haben nur die. Hä, wir haben nur keine. Wir können nicht schießen. Toll. Also nochmal. Das ist nur ein einziges Speichern, Laden. Aber sonst dauert das alles noch länger, fürchte ich. So. Wir bräuchten auf jeden Fall noch einen. Mechaniker. So. Yoko hat keine Munition mehr, also muss Theold ran, aber ich brauche eigentlich die Munition von Theold. Was wir halt in den zwei Zügen noch machen könnten, wäre entweder Scharfschützenfeuer. Da muss ich erstmal gucken. Es wird nicht angezeigt, dass ich keine Munition mehr habe. I'll do my best. Aber so viel Schmerzen hat man denen damit auch nicht gemacht. Wirklich. And another one. Ja, das ist sehr gut, aber wir müssen mal schneller. Lass mal ihn da stehen. Ist das eine gute Idee? Ein Weg, das rauszufinden. Er macht nichts. Gut. Hier sind wir relativ sicher. So, was haben wir denn jetzt hier? Das hatten wir schon. Genau. Ich denke, das ist aber jetzt eine gute Lage. Jetzt müssen wir nur treffen. Und da unsere Leute das nicht wirklich optimal tun, speichern wir jetzt nochmal. Vielleicht. Nein! Vielleicht schaffen wir es ja doch. Irgendwie. Ohne Grind. Check me out! Kann ich eigentlich von hier drauf zielen? Ja, kann ich. Ich wollte mich doch nicht hier in Gefahr begeben. Take this! Ach, Theold, du kannst einfach nicht zielen, oder? Und genau deswegen habe ich nochmal geladen. Gespeichert. Theod, das geht so nicht. Da müssen wir nochmal hinterher ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Ein sehr ernstes Wörtchen. Save me some glory. Oh, hier erwischt er mich. Bin ich schon wieder zu weit vorgelaufen. Take this. Ey, Theod! Das ist nicht dein Ernst. Save me some glory. Soll die Yoko alles alleine machen? You can't poison a snake. Das bringt mir nichts. Dass du gegen Gift tolerant bist. I'm not a coward. Ja, anscheinend ja wohl doch. Okay, er kann zumindest treffen. Ey! Das könnte so schnell gehen, alles. Check me out! Oh, come on. That all you got, Shrimp? Das kann man auch kaputt schießen. Da kann man auch gegen schießen. Aha. Und was bringt uns das? Was würde uns bringen, jetzt da drauf zu schießen, zum Beispiel? Da hinten auch. Wir probieren es mal, aber er wird ja eh nicht treffen. Take this. Lanzenfragment. Ja, und dann? Wahrscheinlich einfach nur weniger Deckung.
Ich hatte jetzt gehofft, irgendwie das macht Knallpeng-Bum oder so. Aber wir machen es jetzt genau so. Also wenn die KI so dämlich ist, ne, wir bleiben hier hinten in der Ecke. Und hoffen, dass wir ihn rechtzeitig platt kriegen mit der Methode. Ach Mann, das war wieder zu weit vorne. Save me some glory. Take this. So. See that? Target. Bleiben aber wieder nicht viele Züge übrig, ey. I'm not done yet. Der letzte Turm ist. On the move now. Zwei Schuss, wir brauchen zwei Schuss. Stupid Imperials! Es wäre so einfach, wenn ich die mit einem Schuss gleichkriegen würde. Jetzt die Shamrock noch haben, das wäre praktisch. Wobei es macht auch jedes Mal zwei Züge. So, wie viel Schuss hat jetzt die Edelweiß? Nur ein Schrapnell. Wir können auch nur einmal auf ihn schießen. Selbst wenn wir jetzt mit einem Mechaniker nachladen. Entering combat. Das ist wieder ungünstig. Okay. Jetzt raucht mir das Spiel ab. Da ist mir das Spiel abgeraucht, Leute. Auch nicht schlecht. Das war zu viel Schrapnellfeuer. Okay. Moment, ich mach's wieder an. Ja, wir haben halt zu viele Züge gebraucht, um die Türme wieder klein zu kriegen. Und jetzt lädt er sich wieder ziemlich stark auf. Moment, ich bin gleich wieder. So, da ist es schon. Ich bin einfach zu schwach und brauche zu viele Züge für den ganzen Kram. Here we go! Wenn der auch immer der schwarze Kappe drauf ist, wir werden es nie erfahren. Fire! Ah!
Also, Scharfschütze macht ihm nicht viel Schmerzen. Flammenwerfer schon eher, aber da kommen wir nicht nah genug ran. Ich glaube, wir sollten die zwei Züge sparen. Aber das Problem ist, dann lädt er sich wieder voll auf. Der hat keine Munition mehr. Ich glaube, ich renne einfach mal hier mit der Claudia hier lang. Und lade mal alles auf. Concentrate your fire, everyone. So. Und dann gucken wir mal. Oh, er tut was. Oh, oh. Habe ich die Edelweiß nicht weit genug zurückgeparkt? Mist. Das ist schlecht. Ja, jetzt, ich habe die Edelweiß nicht weit genug zurückgefahren. Ah! Was eine furchtbare KI. Ja, ist gut. Hast gewonnen. Nein, laden. Obwohl, das ist jetzt wahrscheinlich schon. Nee. Entering combat. Ja, die Edelweiß. Ich hab die Edelweiß nicht zurückgefahren. Fehler. Nee, nicht die Joko umfahren. We need to support one another out there. So. I'll try my best. We'll back you up, Seven. Der sieht uns da in der Ecke einfach nicht, den Riesenpanzer und alles. So, jetzt müsste aber egal sein. Ja. Oder? Ja. Diese KI. Aber es ist auch so schon nervig genug gerade. Im Grunde haben wir ihm jetzt nur das, ja, plus minus null eigentlich. Nullsummenspiel. Check me out. You can't poison a snake. Ja, das ist schön, dass du. Oh. Da hätte ich den erstmal machen sollen. I'm not a coward. Du kannst aber auch nicht treffen, Junge, oder? Du kannst aber auch mich treffen. Es ist ein Elend. Und wir haben nicht mehr so viele Züge übrig, ne? Also das wird echt knapp. I'll take care of it. Ja. Ah ja, Joko kann auch nicht treffen. Ey, wir brauchen jeden Zug. Wir können das halt echt nicht durchgehen lassen. Wir brauchen nicht jeden verdammten Zug. Leave it to Aunt Yoko.
Sorry, dear. Enemy unit neutralized. Speicher besser, weil der kann ja absolut nicht treffen. Save me some glory. Ja, wenn du triffst, kriegst du auch ein bisschen Glory. Aber nur wenn du triffst. Take this. Sorry, mein Lieber, kein Glory. Das gibt's ja gar nicht. Kann ich bitte wieder Lago haben? Der hat irgendwie besser getroffen. Check me out. Ich checke ja, mein Lieber. Ach, Mist, da erwischt er mich. Nee, tut er nicht, oder? Aber es könnte das Mühe sein, was er braucht, um dran zu kommen. Check me out! Trifft er mich? Ja, doch, hier trifft er mich. Aber das ist genau das, was er braucht, um zu treffen. See that? Naja. Enemy unit neutralized. Christenbelohnungsgeeks. Später. Ich brauche zu viele Züge. Ich kann jeden zweiten Zug ein bisschen ernsthaften Schaden zufügen. Das war's dann aber auch. Entering combat. So wird das nichts. Denn er heilt sich viel zu heftig. Nee, wir waren ein bisschen zu weit zurück. Einfache Tower. Aber ey, wir kriegen den nicht genug klein. Der heilt sich so stark. Ja, doch, er hat Verluste erlitten. Panzer dabei, das braucht weniger Züge. So, hier haben wir jetzt genau ein Schrapnell. Das würde ich feuern.
Nee, ich kann nur zweimal schießen jetzt. Wieder mal. Ey, wir machen hier den ganzen Abend rum, ich sag's euch, und dann muss ich doch aufgeben. Wobei, er ist schon weiter runter, ne? Save me some glory. Now I can get me some real glory. Take this. Das war gut, mein Lieber. See that? Ja, hab ich gesehen. Hab ich fein gemacht. So, jetzt habe ich zweimal mit der Edelweiß. Naja, naja, nicht unbedingt. Aber wir kriegen ihn langsam aber sicher runter. Aber das ist gerade irgendwie sehr erbärmlich. Und es wird sehr knapp mit den Zügen. Here we go! Stehst aber sehr dicht dran. Run! So, jetzt alle nachladen. Try to advance while staying covered. Try to keep an eye on your teammate's position. Könnte was werden. Entering combat. Es wird immer ein bisschen mehr, was ich ihm wehtue. Es wird. Please concentrate your fire. Aber das ist ja auch jetzt gerade für Arme, wirklich. Der kriegt immer mehr Züge, die er nicht verwendet. Das ist jetzt einfach, weil die KI dumm ist. Och nein, das ist doch jetzt scheiße. Das ist eine richtig beschissene Kombi. Da brauchen wir sehr viele Züge. Check me out. I'm not a coward. Und ja, Mr. I'm not a coward sollte vielleicht treffen. Ich bin echt zu schwach. Also bis eben hatte ich noch Hoffnung. Jetzt brauchen wir wieder so viele Züge. Lead it to Aunt Yoko. Oh, ja. Okay, verstehe. Ja! Yoko will auch nicht treffen. Oh Mann! Aber wenn die nicht treffen, dann wird das nichts. Könnte ich vielleicht alle Türme einfach ausschalten, wenn ich. Wäre theoretisch möglich, ne? Save me some glory. You can't poison a snake. I'm not a coward. Och, Leute. Wie oft müssen wir das jetzt hier machen?
Save me some glory. Das ist jetzt echt Now I can get me some real glory. I'm not a coward. Anti-Armor-Boost macht mehr. Wenn er jetzt noch trifft. Ah ja gut, ich stehe vielleicht zu weit hinten. Wenn ich weiter vorgehe, hat er ja meistens ganz gut getroffen. Und wurde auch ganz gut getroffen. Junge. Das ist doch elend. Das klappt doch so nicht. Ich überlege halt gerade ernsthaft, ob ich die Runde einfach gut sein lasse. Aber dann hält er sich wieder so stark. Check me dass ich halt die Züge spare. Einfach. Wieso trefft ihr nicht mehr? Das ist doch unfassbar. Save me some glory. Dann triff. Dann kriegst du ein bisschen Glory. Ha! Check me out. Habe ich natürlich einen Zug verschwendet. See that? Was Yoko treibt. I'll take care of it. Yeah. I'll take care of it. Das ist scheiße. Viele Züge. Take this. Sorry, dear. In den Tower muss ich auch noch. I'm impressed, but not surprised. Leave it back up to me. Nee, ich darf keinen einzigen Zug verpulvern, dass ich ihm wenigstens noch ein bisschen reinhauen kann. Das ist richtig blöd. Dafür könnten die nächsten Züge etwas einfacher werden. Am nächsten Runden. Theold müsste halt nur mal treffen. Das ist jetzt echt eine blöde Situation. Check me out. Oh, come on. That all you got, Shrimp? Ja, schön, aber ich könnte dich ja auch durch Lago ersetzen, ne? Dann hätte ich wieder mehr Züge. Das ist ja auch noch das Problem. Ich habe nicht mehr Alicia und ich habe nicht mehr Rosie auf dem Feld. Und Lago auch nicht mehr. Und dadurch habe ich relativ wenige Züge jetzt. See that? Ich glaube, ich will speichern.
I'll take care of it. Here goes! Ja, gut, dass ich gespeichert habe. Ja, ich bräuchte eigentlich meine Truppen wieder auf dem Feld. Vielleicht in der nächsten Runde, vielleicht habe ich... Kann ich noch welche rufen? Ich kann noch welche rufen, aber das ist jetzt diese Runde eher günstig. Ich kann zum Beispiel Lager rufen. Take this! Nein. Jetzt fängt Yoko damit an. Ach Mensch. Jetzt wird's gerade doof. I'll take care of it. Weil ich jetzt wirklich perfekt ziehen muss. Ja! Und die mir gerade hier den Dienst verweigern. Das ist Meuterei. Ist euch das klar? Yoko. Let's see some work, ladies! Take this! Ich hatte gehofft, wenn ich ein bisschen näher dran gehe, aber nö. Ist die Wahrscheinlichkeit so niedrig, hier zu treffen. Ey. Ich würde mir jetzt gerne die anderen wieder für mehr Züge aufs Feld holen. Das klappt halt gerade nicht. Leave it to Aunt Yoko. Take this. Na also. Leave it to Aunt Yoko. Na, also. Sorry, dear. Good work. Keep it up. Leave it back up to me. Ich glaube, wir können es mit viel Geduld und Spucke schaffen. Aber mit stärkeren... mit stärker aufgelevelten Einheiten wäre das Ganze wahrscheinlich angenehmer. I'm not done yet. Vor allem ist es halt gerade wirklich langweilig, weil ich ja jetzt wirklich die Faulpelz-Methode verwende, aber alles andere ist viel zu gefährlich. Now! Wenigstens wehrt er sich nicht. Ah, ist das furchtbar. Wir haben doch so wenig Züge. Oh, garantiert beenden dann jetzt nicht. So, wir haben diese beiden. Die kriegen wir relativ gut weg. Und wir haben den, den kriegen wir auch schnell weg. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Leave it to Aunt Yoko.
Save me some glory. So, Theod, kannst du von hier aus? Nee, kann ich. I see one. Oh, und du siehst einen. Ich sehe einen Turm. Ja, ich auch. Theold, du bringst mich echt zur Verzweiflung, ist dir das klar? Aber vielleicht tausche ich Theold jetzt bei der Gelegenheit aus, weil er relativ nah zum Lager kommt. Und ziehe dann Largo, dass wir mehr Züge kriegen. I'll take care of it. Ja, vielleicht gut. Ich habe nämlich leider nicht genug Züge, um die auszutauschen. Sorry, dear. Save me some glory. Oh, come on. Ja, du bist voll der Bully. Voll. I see one. Wenn man den von hier nicht treffen kann, verstehe einer den Boxen. Hä? Verstehe einer die Hitboxen. Take this! Leute. Theold, ich mag dich nicht. So. Halten wir das fest. Save me some glory. Aber wir kriegen den Krieg. Oh, come on. That all you got, shrimp? I see one. Ha! So. Mensch. See that? Jetzt überlebt. Bis du dich zurückgezogen hast. Jawohl. So. I'll take care of it. Hier braucht nur. Braucht ja zwei Schuss. Ich glaube, der braucht zwei Schuss. Das ist ungünstig, weil ich muss noch Lage rufen. Please back up to me. Braucht doch nur einen Schuss. Sehr gut. Yet. So, die müsste jetzt zwei Schrapnellen sichern. Dann rufen wir jetzt noch Largo dazu. Und haben dann hinterher einen Zug extra, den wir dringend brauchen. Wir schaffen das heute. Combat. Gerade echt gaga. Now. Ah! Here we go. Fehlt nur so ein Stückchen. Nee, ganz so weit wollte ich. We need to support one another out there. Ganz so weit zur Seite wollte ich. Sogar ganz so weit drehen wollte ich ihn jetzt nicht.
for us here and now, Seven. Ich wollte gerade sagen, sieht ja gut aus bei mir mit den Zügen, aber es ist der Gegner. Mist. So, jetzt haben wir einmal hier. Hier haben wir noch so einen gepanzerten und... Boah. Wir kriegen den Kleinen. Wir kriegen den Kleinen. Oh, was ein blöder Kampf, oder? Aber ich rede mir immer noch ein, wir kriegen ihn Kleinen. Es werden zwar immer weniger Züge, aber wir haben ihn schon weit unter die Hälfte. So, du musst auf jeden Fall einmal aufgeladen werden. Diese Runde kriegen wir ihn auf jeden Fall nicht. I'll take care of it. Sorry, dear. Good. So, das ist was für Scharfschützen. I'll do my best. Na? Zwei Schuss. Immerhin kriegst du einen extra Schuss, das ist so gut. Das spart mir Züge. On the move now. I won't miss. I can't. Ha! Yes! I'm impressed, but not surprised. Ich brauche hier noch zwei Schuss. Und ich kann aber nur einmal Schrapnell mit der Edelweiß machen. Mann, meine Nerven. Ich frage mich, ob es reicht, wenn ich statt der Edelweiß hier meine Leute einfach vorjage und sagt, jetzt beschmeißt ihn einfach mal mit Granaten. Been waiting here. We're back you up, Seven. So, der Lager müsste, glaube ich, eine größere Treffsicherheit, aber weniger Schaden haben. Damn! Stimmt, der macht weniger Schaden. Ah! Stimmt, der macht weniger Schaden. Das ist natürlich ungünstig. Okay, nochmal zurück. Wo waren wir denn zuletzt? Wir kriegen den Kleinen, wir kriegen den Kleinen. Hier hatte ich Lago schon bestellt? Nee. Anscheinend habe ich ihn doch bestellt. Da müssen wir doch bei Theold bleiben. Oh, dann müssen wir aber ganz weit zurück. Wollen wir denn Theold noch auf dem Feld? Ja. Dann müssen wir auch wieder ganz von vorne anfangen. Save me some glory! Fänge mit Theod. Ich weiß schon, warum ich dich ausgetauscht habe. Verdammt nochmal. Musst es mir nochmal zeigen.
4 war es, ne? Ich hielt das für eine gute Idee, aber so war sie anscheinend nicht. See that? Leave it to Aunt Yoko. I'm ready to break something. Let's do some work, ladies! Ich hab mit Theo da aufgeschossen. Here goes! So, sieh zu, dass du da wegkommst. Sorry, dear. Enemy unit neutralized. Oh! On the move now. War nicht die Runde, wo ich Theold ausgetauscht habe, oder? Wie viel Munition hat die Edelweiß jetzt? 2. Dann... Ja doch, das war die, wo ich ihn ausgetauscht habe. Was machen wir denn stattdessen? Entering combat. Wir laden die Munition auf, würde ich sagen. Das war nicht so gut. Habe ich das jetzt gespeichert? Habe ich nicht mehr. Aha. Mist, jetzt nochmal. Also langsam geht's doof. Wir kriegen ihn klein. Langsam, aber sicher kriegen wir ihn auf jeden Fall klein, aber... Leave it to Aunt Yoko. Sorry, dear. Haben wir hier noch einen offen? Wir können noch jemanden rufen. Dann würde ich vielleicht sogar Rosie oder so rufen. Einfach nur, damit sie da sind und uns Züge gewähren. Save me some glory. I see one. Take this. See that? You're doing well. Just keep it up. Ach nein! Nein, da war noch ein Turm übrig. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich noch einen Zug übrig habe. Okay, ich werde unkonzentriert, Leute. Ich werde gerade echt unkonzentriert. Nochmal. Leave it to Aunt Yoko. Yoko.
gezielt und... Na, trifft. Danke. Sorry, dear. So. Check me out. Zielt und trifft. Will ich ihn zumindest geraten haben. Take this. Jawohl. See that? Good work. Keep it up. Da hätte man einiges von Anfang besser machen können. So. Jetzt. Catherine. Zielt und trifft. Das ist der Plan. Wenn man es findet, trifft man auch. So. So. I'm not done yet. Wir rufen Rosie dazu. Wir fahren mit Edelweiß aus. Ich verstehe nur nicht, warum wir keinen Water Support rufen können. Wäre wahrscheinlich so einfach. Oder das geht nur. Ich weiß nicht, als ich ihn getestet hatte, waren die Türme alle. So. Das Austauschen habe ich ja nur gemacht, weil ich dachte, ich hätte schon alle auf dem Feld. So. Okay. Speichern. Klein. Irgendwie kriegen wir den Kleinen. So, hier haben wir jetzt nur Munition. Eine. I'll do my best. Ach nein, Oscar wollte ich doch noch gar nicht. Elend. Wie gesagt, dieses Gespeicher ist halt schon blöde. Also so ein Zug rückgängig machen, gerade wenn man sich hier verklickt hat und so oder so, wäre schon echt nice. Let's do some work, ladies. Sorry, dear. Hier sind zwei für Scharfschützen. On the move now. I won't miss. I can't. Das hoffe ich doch. On the move now. Machen wir noch den hier, der braucht nur einen Schuss. Dann haben wir 5 Züge übrig. Maximilian ist sehr weit unten. Vielleicht brauchen wir gar nicht die Edelweiß. Das müssen wir jetzt gleich austesten. Sondern vielleicht kriegen wir ihn diese Runde. Einfach nur jetzt meine Schocktrooper auf dem Jager. Wer weiß.
Roger. I'm not done yet. Enemy. So. Vielleicht können wir es beenden. Vielleicht auch nicht. Also mit der Edelweiß könnten wir es jetzt noch nicht beenden. Wir müssten sie einmal aufladen. Also aber wir könnten es theoretisch in der nächsten Runde beenden. Aber schauen wir mal. So. Wir geben hier jetzt mal eine Order. Und zwar da sogar zwei. Das ist schon ein paar Züge. Neutralize oder Defense. This is an order. Brace up and get ready to defend yourself. Die Frage, ob ich überhaupt jetzt in einem Zug schon mal nah genug komme. Oh, 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 oh. Ja, schön, dass du strong-willed bist, aber... Here I come. Roger, are you all right? Ja, ja, das könnte klappen. Let's do this thing. Mit ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück. Go down! Geschafft! Oh Gott, wir haben's geschafft! Oh, meine Nerven! Alice is the power of Wir sind mit deiner mangelnden Intelligenz haben wir dich geschlagen. Anders hätten wir es nicht geschafft, ey. Ey. Maximilian! You lost the moment you began to rely on the Valkyra's power. Ja, du hast dich in dem Moment verloren, als du dich auf die Valkyrenkräfte verlassen hast. Aha, die. Okay. Oh, Leute. Oh, Leute. Damn you. Dogs of Gallia. It's time to surrender, Maximilian. Your war is over. Surrender, you say? I think you forget. We Valkyra can give our lives to fuel a blazing hot inferno of destruction! Nein, nein, nein. Don't do this! It doesn't have to end like this! It seems our dreams are not to be. Well then, join us! Let Gallia fall to ash! Oops, Ohrverstopfung. What? How? Why has it stopped? My guess is, it's because I killed the power supply. Faldio! You made it! I snuck out in time to hitch a ride on this monster. I'm sorry it took me so long to stop the engine. Unhand us! Ah! What are you doing? Let's go! Sorry, buddy. But I can't do that. What are you doing, Faldio? This is insane! Faldio, stop! Welcome, Alicia. No matter my reasons, I was wrong to have betrayed you. Now, it's time that I paid for what I have done. Let go!
Let us go now! Look at the two of us, thinking power could save us. Now it's our cue to leave the stage. Farewell. Welkin. Alicia. Best of luck. Oh Gott! Komm, Alicia, du kannst es. The deck's a lost cause. Alicia, let's find a way up. Right. Lead on. I'm not afraid when I'm with you. Ever. Now let's go. Thanks. Right. Let's move. Komm, die Alicia, die macht das jetzt einfach mit ihren Valkyrenkräften und dann ist gut. Ich speichere jetzt sehr, sehr schnell, weil ich mir das nicht nochmal antun will. Doch, werde ich mir nochmal antun müssen für die Trophäen, aber... Ach, ja. Schwere Geburt, schwere Geburt. Eieieiei. Und das auch nur, weil die KI dumm wie Trockentoastbrot ist. Na dann... Auf Finale. It's no use. There's no way we're getting out of this. Alicia. Welkin! Ah, das Flugzeug. Coming for you! Leon! Welkin, that's Isara's plane! Yeah. We're not gonna have time. We've gotta jump! No problem. One, bro. Leon, it must have taken forever to finish building this. Where did you find the time? After we lost Isara, Casey and myself, well, everyone in the squad really came by to pitch in a hand. It was Isara's dream, you know? So, it wasn't hard finding help. I don't suppose it was. Isara, you'll always live inside us. The dreams you left that day, now they're all of ours. Rest in peace. So tell me, bro, how far are we going today? This baby could take us clear across the sea if we want. Back home. Back to a free country. Our friends are waiting. Take us to Rangreese.
The 25th day of October, 1935. The death of Maximilian, commander of the Empire's invasion of Gallia, paved the way for truce between the two nations. After 7 tumultuous months at war, Gallians everywhere looked forward to a time of hard-won peace. Das waren nur 7 Monate? Squad 7 of the Gallian militia disbanded shortly after the conflict's conclusion. And its members began to move on, each following his or her own path. Oh yeah. Cool. And here, at the end of their long struggle, I lay my pen to rest. Gigi, ja, war auch eine harte Geburt, Gensuji. Und jetzt nochmal das Ganze auf super schwer. Ah, nee. Oh, guck mal, da gibt's noch ein bisschen was zu sehen. Das ist mir sowieso das Liebste, wenn es Abspanne gibt, wo es noch ein bisschen was zu sehen gibt, außer die Textreihe. Ah ja, gut, nee, das ist eine Rückblende. Ach so, ich dachte, es wäre jetzt... wie es weitergeht, aber nee, ist Rückblende. Ja, schön, schön. Ich finde, das mit dem Flugzeug finde ich sogar noch besser, als dass Alicia jetzt da nochmal die Valkyrenkräfte einsetzt. Aber so wirklich viel haben wir darüber nicht mehr erfahren, ne, sonst. Also, sie ist halt zufällig Valkyre. Sie ist halt kurz mal Amok gelaufen. Ja, also ja, Geschichte, schön, Herzschmerz, Doki Doki und traurig und alles ist drin. Aber fast ein bisschen zu romantisch. Also ich meine jetzt nicht generell die Romanze, sondern dass der Krieg ein bisschen arg romantisiert wird, finde ich. Aber sonst ein gutes Spiel. Hat mir echt Laune gemacht. Schöne Grafik, schöne, mal eine etwas andere Optik, ne? Also gerade so die ganzen Japan-Stil-Spiele, die können auch gerne mal eher so eine durchwachsene Grafik haben, aber hier finde ich es eigentlich sehr hübsch gemacht, gerade auch dieser Schraffur-Stil und alles. Mal was Neues, finde ich gut. Wobei, so neu ist es ja nicht mehr, das Spiel hat ja jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ich bin ja late to the party. Aber fein, fein, ja. Kann mich nicht beklagen. Und ja, Trophäen müssen ja noch gesammelt werden. Das heißt, ich muss das Spiel mindestens einmal nochmal komplett durchspielen. Ich muss alles auf S-Rang machen. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir sehen es. Es gibt ein New Game Plus. Das heißt, wir behalten zumindest unsere, hoffe ich zumindest, unsere Level und alles. Dass ich jetzt von vorne anfangen muss und grinden muss, das wäre ein bisschen arg. Nee, ich fand auch den Abgang von Folio eigentlich ziemlich cool. Wo er sagt ja, schaut auf uns, wir haben beide gedacht, dass pure Kraft da das Ganze zu Ende bringt. Aber es ist ja ein Taktikspiel, also geht es um Taktik und nicht um Kraft. Na gut, doch, ich habe oft genug darum geschrien, dass ich gerne mehr Kraft hätte. Nee, den Abgang fand ich eigentlich ganz nice. Wobei ich immer denke, es gibt so oft Szenen, wo halt so der Held oder irgendein Pseudo-Held sich dann mit dem Fiesling in den Abgrund stürzt und er jetzt auch noch rückwärts, nicht, dass er den auch noch da abfedert. Ja, das ist nicht ganz umsonst geopfert. Gedanken, die es irgendwie kaputt machen. Ach, wir haben es geschafft. Schön.
Ja, ich hätte jetzt tatsächlich, ich hatte ursprünglich angenommen, dass halt das Alicia eine Valkyrie ist, dass es noch viel mehr Impact haben wird am Ende. Aber hatte es nicht. Also es hat, das Spiel hat an vielen Stellen, finde ich, meine Erwartungen nicht erfüllt. Was ich gut finde in dem Fall. weil man dachte so immer so, ah, ich weiß, wie es läuft. Da. Aber dann plötzlich Isara. Peng, weg. Dann plötzlich kommt das Flugzeug und nicht Alicia mit ihren tollen Superkräften. Finde ich eigentlich ganz gut, dass es die Erwartung, dass man nicht so immer voraussehen konnte, was passieren würde. Ein paar Sachen konnte man voraussehen, klar. Sie haben es ja auch stark angedeutet teilweise. Aha. Oh, Eleanor hat Lago geheiratet. Okay. Er arbeitet, Lago arbeitet auf einer Farm. Oh. Und er hat ihr einen tollen Heiratsantrag gemacht. Sie wird Sängerin, das war klar. Und geht auf Tournee durch Europa. Saka ist nach Hause gegangen. Und hat eine Spielzeugfabrik gegründet. Auch das finde ich schön. Sein Puzzle ist das tollste des Spielzeug auf dem Markt. Kreis. Der ist wieder zur Schule gegangen, hat einen Master Degree gekriegt. Und ist Aeronautic Engineering, also Flugingenieur geworden. Er ist ein Racer geworden. Also ein Rennfahrer. Oder wie? Aha, Cordelia. Sie hat öffentlich zugegeben, was ihre Herkunft ist, aber sie wurde von den meisten Galliens unterstützt. Okay. Dwight Schulz, alias Murdochos A-Team, hatte mehrere Sprechrollen, sehe ich ja jetzt erst. Oh, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, spannend. Hätten wir noch mehr erfahren von den Leuten, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir können ja so Hintergrundstorys und so freischalten. Na, auch von den Nebencharakteren, die jetzt ein Krieger sind, hätten wir von denen jetzt was freischalten können? Oder war das ja zweitrangig? Ganz schön langer Abspann, was? Aber es lohnt sich, ihn zu gucken, weil immer zwischendurch Infos kommen. Ich finde es immer gut, wenn sie ihre Spende clever planen. Das klingt man sich rein. Oh. So, und ihr beide jetzt? Kriegen wir noch was Schönes zu sehen? Nö. Auch gut. Mr. G! You gotta take us bug hunting again soon, okay? You bet. You know, I think you're ready for my top secret hunting spot. Yippee! Thank you! We'll see you tomorrow! Yep. Go right along home now. Welkin Gunther. After the war, he returned to his studies. Many had thought the Galleon hero would rise to further fame, but Welkin had something else in mind. He returned to Bruel, there to realize his long-held dream of becoming okay. A teacher. Er ist on weekends, he's often seen taking his students out on nature hikes. Und geht mit seinen Schülern wandern am Wochenende. And he would have total realistisch. Ah, da bauen sie wieder alles auf. Thank you for choosing Alicia's. Hey, honey. How's business today? Hey!
you. What a surprise. Guess what? So I started selling the smoked cheese bread today, and everybody loves it. Of course. Told you that bread was great. Guess everyone in town agrees with me. Yeah. Alicia Gunther. Trading in her rifle for a rolling pin, Alicia trained around the clock to pursue her dream. After many long months, she received her national certification as Bäckerei-Zertifikat. On the same day, she married her sweetheart, Welkin Gunther. Und hat Welkin geheiratet. Together, okay, the two opened Alicia's bakery. It didn't take long for word to spread about her delicious creations. And now, even visitors from far away make a point of stopping to sample her fresh baked bread. How about you? How are your classes today? You know, those kids never seem to run out of questions. You know, they're amazing. Their curiosity's endless. That's so. Then you're a kid, too. You're as incurably curious as any one of them. Speaking of kids, how's Isara been today? Frank? Papa! Hey there! Have you been a good girl? Yep. I was real good. I was just helping Mama make some bread. I needed the dough all by myself. Oh, I wish you could have tasted the bread that dough made. Our customer said it was the best ever. Hey! Isara, that's really great! All right. You show me how and I'll help, okay? Yay! Come on, Papa, I'll teach you. Irene Koller. Ach so, die Irene hat es geschrieben. Stimmt. Ach, das hätte mir schon viel früher auffallen können. Okay, ja. Ja, New Game Plus. Okay, das speichern wir noch ganz flott. Bei den Nebencharakteren gibt es die Lebensgeschichte nur zum Lesen im Game, in diesem Buch, wenn man genug Einsatzzeit hat. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn man sie... Das habe ich ja gesehen, dass man in dem Buch da auch die Lebensgeschichte lesen kann und die sich so ein bisschen weiterentwickelt, dass vielleicht, wenn man einen Charakter perfekt entwickelt hat, dass dann am Ende nochmal die Lebensgeschichte kommt. Aber das ist dann wohl nicht so. So wird mir der Safe wenigstens noch irgendwie markiert, dass wir da... Was passiert jetzt? So, clear. Okay, dann weiß ich zumindest... So, was passiert, wenn ich jetzt hier das lade? Oh, oh, oh. Fangen wir wieder von vorne an. The year was 1935 EC. Two powers controlled the continent. Ja, wir fangen von vorne an. Prologue. Mit Cleared Save Data, wenn wir damit ein neues Spiel starten, können wir das Spiel nochmal enjoyen? Mit allen Unit-Levels und Stats intakt. Aha. Mit dem zweiten Durchlauf ist die Story pro Chapter anders, instead by Episode. Allowing for a quicker pace. Ach so, dann kann ich die ganzen Zwischensequenzen überspringen. Story-Battles können mehrfach gespielt werden. Also sieh zu, bist du ein A-Ranking in jedem Kampf hast. Ich soll S-Ranking in jedem Kampf machen. Aha. Statistiken kriege ich auch noch. Ranking shortest turn count for each battle. Oh ja. Aha, aha. Musik kriege ich auch noch. Toll. Wo
Musik kriege ich. Ach Gott, und... Okay, Glossar. Cordelia will mit mir noch reden. Neue Skirmish. Hard Difficulty. Ja gut, die waren ja auch so schon sehr einfach. So, das heißt... Ah ja, guck mal, die Zwischensequenzen... Obwohl, vielleicht habe ich die jetzt auch übersprungen. Vielleicht kann ich die Zwischensequenzen überspringen oder so immer. Und kann dann von Kapitel zu Kapitel. Ich weiß es nicht. Aber ich würde jetzt mal... Hier ist nichts Neues dazu. Kann der mir jetzt was Neues beibringen? Der hatte ja gegen Ende, wollte er mir nichts Neues beibringen. Vielleicht jetzt, weil ich abgeschlossen habe und so. I'll teach you Recon Request today. Use it to request reconnaissance, to assemble information on the enemy's position. Aha, damit kann ich die gegnerische Position wohl irgendwie rausfinden. The order alone won't do much good, though. It takes a sublime eye for strategy to work. It takes a man like your father. He won battles with this order. Ah ja, das ist eine Order, mit denen Welkins Vater Kämpfe gewonnen hat. Okay. What? You knew my father? Der hat den Vater gekannt. Ach, guck mal. I'd wager everyone in Gallia knows him. Though I'll admit, I knew him better than most. Okay, die waren like anscheinend Kumpels. War, I fought alongside Wir haben Seite an Seite gekämpft, okay. That was when he taught me this order. You learned it from one of my dad's orders. He could listen to his soldiers' reports and see a perfect bird's eye view of the field. Ah ja, der kriegt von den Soldaten halt gesagt, was Sache ist, und er kann dann sich geistig eine Übersicht verschaffen. Some people called me a brilliant commander, but he was like the sun to my moon. Ultimately, I was never able to make this order work the way he did. Er konnte sie nie so wirklich verwenden, wie er es gemacht hat, okay. Now I'd say it's time that Belgian's order was returned to its rightful owner. Mhm. 50.000! Ach, Mann! Ganz knapp. Verdammt. I suppose it was too soon for... I hope we'll meet again. Ach, Mann! So und so ein bisschen mehr Erfahrung. So, die... Ich will meinen Orden, weil ich so toll Gallia gerettet habe. Step forward. In honor of your manifold accomplishments, you are hereby awarded this honor. Highness, it's an honor. So, das ist jetzt das Abschließen, oder? Savior of Gallia, ja. May your allegiance to Gallia stand firm evermore. Mehr nicht? Kriege ich noch neue Kämpfer? Hello, Welkin. Oh, and there have been some new recruits. Tatsache. You should take a look at the Masterling. Ich kriege jetzt auch noch neue. Aha. Musat. Hallo. Scout Elite. Sieht aber gruselig aus. Das war's dann aber auch. Aha. Ach so, jetzt sind wieder alle Slots oben. Haha. Und die... Ah, einige, die ich ja später kriege, sind jetzt auch nicht dabei. Okay. Come back, Annie. Okay. Interessant. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte... Eine Person, die Gallia im Zeichen der Not gerettet hat. In Zeiten der Not gerettet hat. Bisher wurde sie nur 4-mal vergeben. Einmal an General Gunther. General Gunther. Also an seinen Vater. Okay. Na denn. Dann würde ich sagen, Schluss für heute. Hab mich genug aufgeregt. Ah, jetzt muss ich mir überlegen, was wir als nächstes machen. Also,
Trophäen-Hunting hier auf jeden Fall irgendwann mal, aber vielleicht nicht sofort. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Vielleicht auch, ich weiß es nicht, weil die komplette Story muss ja nochmal gemacht werden. Müssen wir mal überlegen, wie wir das am besten machen. Aber wir können die Story-Quests mehrmals spielen, von daher ist das vielleicht nicht so dramatisch. Wir müssen ja auch noch, wir haben auch noch so Trophäen wie wir müssen einen Kameraden im Kampf verlieren und solche Späße. Das wird auch noch lustig. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt nicht direkt im Anschluss. Gucken wir mal, wann ich das dann in Angriff nehme. Ich habe ja auch noch viele andere Spiele, wo ich noch Trophäen jagen muss. Detroit Become Human übrigens, morgen, 20:30, schon mal ein bisschen Werbung machen. Ich hatte ja geplant, dass ich hiernach Mario & Rabbids spiele. Ist ja auch ein Taktikspiel. Und ich hoffe, ihr habt Lust darauf, weil ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll, aber ich möchte es gerne gespielt haben, bevor der angekündigte zweite Teil rauskommt. Also wahrscheinlich demnächst irgendwann, vielleicht nicht gleich nächste Woche, nee, wahrscheinlich nicht gleich nächste Woche, wird es Mario & Rabbids wahrscheinlich noch geben. Und den vierten Teil, mir hat das hier gut gefallen, ich habe noch den vierten Teil auch da von Valkyria Chronicles, den werden wir dann wahrscheinlich irgendwann auch nochmal in Angriff nehmen. So, reicht's aber, würde ich sagen. Wie gesagt, morgen 20:30 Uhr machen wir Trophäenjagd wieder in Detroit Become Human. Brauchen wir noch diese Session und vielleicht noch ein, zwei danach, dann haben wir die nämlich auch durch. Und dann, ja, muss ich mal gucken, wahrscheinlich wieder Dienstag Genshin Impact. Vielleicht auch erst Mittwoch, weil Mittwoch das Update kommt. Aber das muss ich mir noch überlegen, ob ich vor oder nach dem Update spielen möchte. Und ansonsten, wie immer, schaut hier in, auf Twitch in meine Zeitleiste, in meinen Zeitplan. Der wird gepflegt. Sonntag, Montag ungefähr wird immer für die nächste Woche reingestellt. Wann der nächste Stream kommt oder auf meinem Discord-Channel. So. Nun ist aber spät genug geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kampf schon wieder so extrem lang wird. Ich hätte es mir denken können, aber ich wurde ja gewarnt. Aber ich kann ja nicht hören. So. Valkyria Chronicles 4, genau. Ja. Gwyn Tsuji. Aber nicht jetzt sofort im Anschluss. Erstmal was anderes und dann können wir wieder Valkyria spielen. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut, wacht erholt auf, habt morgen einen tollen Tag. Es ist Freitag, genießt es, bald ist Wochenende und vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.